Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René von teachdich.de. Im heutigen Video geht es um CPA-Marketing. Was ist denn CPA-Marketing? Wie funktioniert es? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? All das erfährst du in diesem Video. CPA steht für Cost per Action. Affiliate Marketing kennst du wahrscheinlich. Du bewirbst Produkte beim Affiliate Marketing und wenn jemand über dich ein Produkt kauft, dann bekommst du eine Provision vom Händler, vom Hersteller, vom Unternehmen und derjenige, der es kauft, muss nichts extra bezahlen, sondern du bekommst einfach eine kleine Provision, eine kleine Vermittlungsprovision, könnte man sagen, oder eine Tippgeberprovision, wenn du halt den Tipp gegeben hast. Und derjenige kauft dann irgendetwas. Beim CPA-Marketing ist das folgendermaßen: Wenn also jemand zum Beispiel auf deine Website kommt, füllt ein Formular aus, seine E-Mail-Adresse und seine Daten gehen dann zum Unternehmen, mit dem du einen Vertrag hast, dann bekommst du hierfür, allein für die E-Mail-Adresse, Geld. Also du wirst dann vergütet für diesen Lead. Ein Lead ist also die E-Mail-Adresse bzw. der Datensatz des Kunden. Das Ganze kann schon sehr lukrativ sein. Ich bewerbe aktuell ein Produkt oder ein Programm, bei dem ich 50 Euro für jeden Lead bekomme, für jedes ausgefüllte Formular inklusive E-Mail-Adresse, was dann ans Unternehmen geht. Und wie gesagt, kriege ich 50 Euro für. Wenn ich also in der Lage bin, unter 50 Euro zu bleiben, um den Lead zu generieren, um diese E-Mail-Adresse, den Datensatz zu generieren, dann habe ich hier Plus gemacht. Wenn ich über 50 Euro zahlen muss, dann mache ich natürlich Minus. Ziel ist es also, so günstig wie möglich an die Leads ranzukommen, so günstig wie möglich potenzielle Kunden zur Lösung ihres Problems zu führen, zum Unternehmen, bei dem sie die Lösung des Problems erhalten. Und ich stehe dazwischen, du könntest auch dazwischen stehen und würdest dann eine Provision erhalten. Eine weitere Action wäre neben dem Lead der Sale, also wenn du etwas verkaufst, wenn ein Vertrag abgeschlossen wird und du hast diesen Vertrag vermittelt, dann wird das Ganze zum Sale. Und dann bekommst du zum Beispiel auch eine feste Vergütung von 10, 20, 50, 100 Euro, wie auch immer, oder eine prozentuale. Das kann dann, also wenn es ein Vertrag ist, der relativ hochwertig ist, dann kannst du, selbst wenn du 1% Provision erhältst, schon mehrere 100 Euro Provision erhalten. Und das ist auch ein sehr attraktives Geschäftsmodell, meiner Meinung nach, was du auch unbedingt mal ausprobieren solltest. Was benötigst du nun, um dieses CPA Affiliate Marketing durchzuführen? Du brauchst natürlich erstmal ein Produkt. Also einen Dienstleister. Da gibt es ganz viele Plattformen, die du dir mal anschauen solltest. Zum Beispiel das Tarifcheck-Partnerprogramm. Das verlinke ich dir mal hier unter dem Video. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir zahlen hohe Provisionen sowohl für Leads als auch für Sales. Tarifcheck, das Partnerprogramm gehört zu Check24. Also ein sehr großer Anbieter, der auch sehr seriös ist und eine gute Reputation hat einfach. Wenn du zum Beispiel im Finanzsektor unterwegs bist und Anlagekonten vorstellst, dann wäre Finance Ads auch etwas für dich. Die große Herausforderung ist natürlich, Traffic zu erzeugen. Einmal kostenlosen Traffic könntest du erzeugen, könntest eine Website erstellen, eine Nischen-Website oder auch einen Blog, wie auch immer, und könntest da Traffic generieren, also Besucher ranziehen auf das Angebot. Könntest aber auch einen YouTube-Kanal nutzen. Ich habe dazu ja kürzlich ein Video erstellt, verlinke ich dir hier gerne mal oben, wie du Free Traffic erzeugst. Ich nutze allerdings für solche Angebote oder wenn ich sowas betreibe, fast ausschließlich Paid Ads. Natürlich ist es schön, wenn Free Traffic auf meine Seite kommt, aber ich ziehe dann recht schnell Websites hoch, stelle die auf die Beine und dann schalte ich bezahlte Werbung drauf. Schwerpunkt hier Google-Werbung, kannst aber auch Facebook-Werbung nutzen. Mit Facebook habe ich in letzter Zeit nicht so gute Erfahrungen. Das geht es wahrscheinlich einigen auch so, dass man schnell gesperrt wird oder es Probleme gibt und man erreicht niemanden, keinen Ansprechpartner. Deswegen bin ich hier auf Google Ads vor einiger Zeit umgestiegen. Schalte also dann Google Werbung auf dieses Angebot und versuche das so weit zu optimieren, dass ich eben profitabel bin, dass das Ganze lukrativ ist. Bleiben wir mal bei den 50 Euro. Dann versuche ich eben einen Lead zu generieren, der weniger als 50 Euro kostet, zum Beispiel 25. Und bekomme dann 50 Euro ausbezahlt, mache also 25 Euro Gewinn. Und so ziehe ich persönlich das Ganze auf. Ich weiß nicht, wie du das machst. Schreib es mir mal in die Kommentare, ob du auch schon Erfahrungen in dem Bereich hast. Gerade mit dem Tarifcheck-Partnerprogramm und Google Ads habe ich sehr gute Erfahrungen. Ich verlinke dir auch nochmal ein Google Ads-Tutorial, was ich gedreht habe. Da erkläre ich nochmal genau, wie ich diese Google Ads schalte. Und noch ein weiteres Video, in dem ich dir zeige, wie ich 260 Euro am ersten Tag mit Tarifcheck, mit einem Partnerprogramm dort gemacht habe.
Also schau es dir mal an, ist sehr interessant. Und wenn du weitere Fragen dazu hast, ja, kannst du dir gerne auch mal ein Coaching mit mir buchen. Das kann ich dir gerne in der Videobeschreibung verlinken. Dann unterhalten wir uns mal eine Dreiviertelstunde über dich, über deine Möglichkeiten, die du hast und über deine Ziele, die du hast. Und ich erkläre dir mal, wie du das eine oder andere umsetzen könntest. Also, würde mich freuen, dich kennenzulernen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.